So, und damit sage ich hallo, liebe WoW-Community. Wir werden wieder mit dem Mage noch ein bisschen rumdödeln in WoW. Wir sind live im Stream und schauen wir mal, was der Abend noch so bringt. Wir ändern noch unseren Tag im Twitch. World of Warcraft nennen wir den nämlich, ist das Spiel. Und dann nennen wir den Titel World of Warcraft. Hier gibt es keinen Deckard. Wie wird denn Deckard Kane geschrieben? Deckard Kane. Also so wie ich mir dachte, Deckard Kane, ja. Okay. Keinen Deckard Kane. So. Juti, dann legen wir los. Wir gehen jetzt ins Discord und dann go. Ich nur, dass wir von diesen Steinen haben, dass meine Karten noch ein bisschen vom Level höher sind. Mir fehlen ja noch zwei von den Dingern. Also, ich bin jetzt nicht mehr in PoE Kai. Nur zur Info. Wir schauen mal, was wir hier so haben für einen schönen Schwachfug. Und wo wir noch rinnen müssen, wo waren wir denn jetzt dann überall drin? Ich glaube, bei Oni war ich noch drin. Und das nächste war jetzt, glaube ich, BWL. Ja. Oh, oh. Also, wie kriegt denn noch so einen Lernstein? Na, jetzt steht doch da unten. Steht denn da? Oder was? Da ist doch irgendwas nicht freigeschalten. Ja, bei mir steht da jetzt nur drauf, wenn ich da aufgehe, auf die zwei Lernsteine, die drin sind. Wenn ich das sehe und wenn ich das älteste, dann reicht das schon was. Naja, dann. Ach, das sind die Wehen, die mir jetzt fehlen. Und ja. Die schaffen das und so nicht. Er fragt doch Junior, ob er dir das schnell macht. Nee, das Problem ist im Moment, ich will jetzt erstmal nicht machen, weil ich habe 67%. Dann. Wenn ich drauf gehe, verliere ich das 10%, das bist. Na gut, das verstehe ich, ja. So. Hier 100 Schüsseln habe ich. Und da waren schon viele in Diablo 4 drin. Aber ein paar sind auch noch in WoW drin, im Battle.net. Und ganz vereinzelt sind sie immer in Call of Duty drin. Das ist der Hopfen und Malz ja doch nicht verloren. Nee. Hopfen und Malz ist im Eisengipfel. Okay. So, Level 66 ist mein Magier schon. Ich habe heute übrigens Level 100 geschafft, Level 70 geschafft mit dem Monk von mir. Ich habe jetzt 5 Level 70er. Kein. Ja. Nicht natürlich hier total weiter. Nee, aber mir ist aufgefallen, ich könnte noch einen neuen Charakter erstellen. Wusste ich ja nicht. Ach so? Hm? Hast du also doch nicht alle erstellt schon? Scheinbar habe ich neue Charakterslots gekriegt. Ja, da hast du die doch bloß verzählt. Nein! Nein! Ich hab mich nicht verzählt. Hätte auch keinen Charakter zum Wiederherstellen. Und da F war der letzte Hertha-Chener F. Das weiß ich noch. Jetzt kann ich einen Drachtür zumindest mal erstellen und nicht mehr klarkommen. Ja, das heißt, jetzt muss ich
ganze Karte natürlich ablatschen, weil dann könnte ja irgendwo so ein komischer Schatz drum rumstehen von den Fünfzis. Ja, das müssen wir auf jeden Fall mal machen, Traktor zu erstellen. Damit der zumindest einen Ausgeruht-Bonus kriegt. Nicht wirklich. Hey, nicht so also pessimistisch. Ich muss dann erstmal zählen, wie viele Charaktere ich wirklich habe. Ja, wahrscheinlich erst dann 49 statt 50. Ich zähle jetzt hier meine Charaktere bei Rest Plus durch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Nein, jetzt ist es weggegangen. 23, 23, 4. Zeig mich bestimmt verzählt, was ein Ärger. Du hast dich verzählt? Na, bestimmt. Das ist natürlich nur Schärfe. Nee. Och, ey, wenn das immer weg geht, ey. So, 2, 4. Der bewegt sich immer, weil die Orte sich immer verändern. Der Loch, Loch Modan. Blub, blub, blub. Der kopflose Reiter. Ihr seid am Ziel. Die Suche ist vorbei. Das Schicksal soll entscheiden, wer der Sieger sein. So, kann ja nicht werden. Das zeigt mir alle Flüche ruf immer. Da sterbe ich doch bestimmt. Beim kopflosen Reiter. Herzlichen Glückwunsch. Müssen die auch in meine Nähe jetzt rennen? Extra ein bisschen beiseite hingestellt, ne? Ja, siehst du? Ja, kann ich nicht machen. Monster reflektieren 25% des Inventarschadens. Das brauche ich nicht machen, damit ihr instant tot. Das wäre kontraproduktiv, Alter. Na dann halt nicht? Nee, das sind mir 10% nicht wert. Warum nur nicht? Ja, dann fragst du dir nicht.
Ja, verstehe ja nichts mehr. Ja. Und auf keinen Fall mache ich hier irgendwas für dich. Du bist ja Level 100, da ist doch egal. Ich mach keine Level 100 mehr. Bin Level 67. Ist ja dann ja, ne? Was war denn eigentlich das höchste Level da in WoW? 120 und dann haben sie gekürzt? Weiß ich ja nicht mehr. Aber weißt du, was ich meine, wo sie dann halbiert hatten? Oh, hier. Mein härter Mage. Hat er gerade alle Flüche weggemacht oder was? Na super. Zeig mit einem Eisblock alle Flüche weggemacht. Na, das hat's helfbar. Der Ring des Reiters ist hier droppt. So, okay, was gibt's hier? Platte. Kopfplotz für Platte. Na, den kann ich bestimmt nicht traden, ne? Nee. Schade. Der scharlachrote Schlüssel? Wer kriegt denn hier den scharlachroten Schlüssel? Wenn nur der Reiter drum, oder? Den scharlachroten Schlüssel? War da der, den das man damals aufmachen konnte, oder? Weiß ich nicht. Ja. Ja? Ja. Okay. Na dann. Auktionshauswert 19.999 Gold. Kai, kauf den jetzt. Ja, ja, kauf den. Ich hab auch den Ring des Reiters gekriegt. Ja, und diesen Kopfputz, den ich nicht brauche. Weil den hab ich auch noch nicht gesammelt. Die Karten. Oh, da gibt's ja den 19 Mal Spielschärfe. Unerwiderte Liebe. Aber die kriegt als Karte. Graz. Spiegelscherbe? Ist das nicht... Das muss eine Jutut sein. Was? Spiegelscherbe ist doch Mirror Shard. Ja, kann sein. Wie heißt die Karte? Unerwiderte Liebe? Genau. Unerwiderte Liebe. Auf Englisch Unrequited Love. 19 Mal Spiegelscherbe. Quieted Love. Hm, lass mal kurz gucken. Unrequited Love. Path of Exile. Bringt. Achso. Da sind noch welche Filter drin, die muss ich dann kurz rausnehmen. Jetzt. Bringt dir 46 Divine Orbs, 47, 49. Eine Karte? Ja. Unrequited Love. Ja. Ja. Hm? 50 Divine Orbs. Ja. Ist ja lächerlich wirklich. Wirklich? Der muss ich hier stellen. Akai, brauchst du die überhaupt? Soll ich die nicht haben? Nee. Wolltest du die nicht wegwerfen? Nee. Habe ich jetzt alles verraten? Hat ein Ärger. Ja. Was geht euch durch den Kopf? Na siehst du, so fair bin ich zu dir. Aber was findest du die eure Karte überhaupt? Ich hab im Dings geguckt. Ich hab einfach im Dings geguckt. Weissagungskarten ist das ja, ne? Aber ich hab im Dings. Ich verstehe auch nicht, warum denn bei Gegenstandskategorien nicht sortiert ist nach Alphabeten. Wie blöd muss man eigentlich sein? Ich hab im Dings geguckt. Weissagungskarte, da haben wir's. So, und dann Unrequited Love. Unerwidert. Liebe. So. Tatsache ist,
46 göttliche Sphären gehen. Pack's mal für 50 rein, Kai. Wirst du wahrscheinlich für 50 los. Wie kann man denn davon bitte schön drei Stück haben? Hast du drei Stück? Nee, ich hab eine. Achso, na, mit Verdoppeln kannst du auf jeden Fall drei Stück kriegen. Ich wollte jetzt aber trotzdem mal kurz, bevor ich nach BWL gehe, kurz sehen, wie viele Charaktere ich wirklich habe. Ist ja eine blöde Karte. Hier und aber an der Arena hier. Wo hast du die jetzt gekriegt? Die habe ich gekriegt in der Karte Rennbahn. Okay. Aber war wahrscheinlich ein Weltdrop, gehe ich von aus. Hm? War wahrscheinlich ein Weltdrop in dem Sinne. Also. Das könnte sein, ja. Oh, ja. 8, 9, 10, 11. Einundzwanzig. Ist aber bei einer Bleiche gedroppt. Also bei einer Bleiche ja, ist es ja, okay, auch. Ja. Ne, 50 Charaktere habe ich. Ja. Wahrscheinlich, ja. Soll das für 50 die Wein drin liegen in der Natur? Ja, für 50 die Wein mal probieren. Hertha Drack. Konnte ich erstellen, Hertha Drack. Naja. Das ist ja immer die Gefahr. Wie viele Slots habe ich denn dazu gekriegt? Muss ich jetzt erstmal neue Charaktere erstellen? Oh Gott. Oh oh. Erstmal muss ich den Traktor einloggen und in der Stadt bringen. Ich hätte doch nicht alle Charaktere auf Level 70. Level 60. Wenn du jetzt wieder eine Höhne erstellst, dann nicht. Mann, Mann, Mann. Ich mich hier erstmal kurz durch wursteln. Und alle einblenden. Optionen. Schnell plündern. Aktionsleisten erstmal einfach alle einblenden. So. Nee, die lieber nicht. Die Drachen befreien sich. Haltet sie in Schach.
Muss ich mich ja erstmal rausmogeln. Was ist denn das wieder für eine Blindbegegnung? Hier ist weit und breit kein einziger beschissener Turm. Das kann doch nicht sein. Hier drin. Wie lange waren wir in Stasis? Sehr lange. So wie unser Hort aussieht. Mein Kopf. Also, machen wir uns an die Arbeit. Also, ich gehe jetzt erstmal hier ein bisschen. Klare Himmel und starke Winde. Die Obsidianwächter stehen erhobenen Hauptes. Bleibt stark. Rüstet euch, dann treffen wir uns mit dem Erdwächter. Wenn sie nicht schlafen, dann müssen sie sterben. Darktür sind Relikte einer vergessenen Vergangenheit. Auf Azeroth ist kein Platz für sie. Jetzt muss ich erstmal hier durchkämpfen. Macht sich immer gut, ne, wenn man sich so ja nicht auskennt mit irgendeiner Klasse. Und das erstmal freischalten muss. Na, beste. Das ist halt, weil man am liebsten spielt. Aber herrlich. Wenn man überhaupt keinen Plan hat. Ja, da bin ich immer richtig gut drin. Also das Schlimme ist, ich wollte ja eigentlich hier nur, dass ich den nach OG in so ein Gasthaus drin packen kann oder so, weißt du? Aber ja, nichts ist. Aber das ist, man fängt mit denen auf Level 58 gleich an. Ist auch nicht so schlecht. Ja, wie damals beim Todesritter, oder? Ja, genau. Ja, oder Dämonjäger oder was weiß ich, ne, ich hab ja noch. Ja, genau. Kriegt der eigentlich Kette? Ach. Ist ja also schwere Rüstung. Wusste ich gar nicht. Die Drachtür sind bereit. Wir sind der Schild der Drachtür. Die Drachtür werden in dieser Welt verletzt. Glutrash, könnt ihr die Barriere einreißen? Zuri, genau die Verstärkung, die ich brauche. Habt ihr den Erdwächter gefunden? Nein, er ist nicht in dieser Kammer. Aber dort ist... ein anderer Drache. Kommt, treue Diener von Maligos! Zeigt diesen Missgeburten keine Gnade! Na, das wird lustig! Woran erinnert ihr euch, Zuri? Vor der Stasis? Nur an Bruchstücke. Ein Kampf gegen einen mächtigen Gegner. Wir siegten, glaube ich. Doch wir haben es teuer bezahlt. Wir finden.
finden die Antworten. Aber erst müssen unsere Leute hier weg. Ach, lebende Flamme kann heilen, okay. Macht Schaden und heilt. Das ist auch gut. Mich selber kann ich damit, glaube ich, auch heilen. Ich habe ja ignoriert immer, was so diese neue Klasse namens Drakteur, weil ich ja keinen Slot mehr frei hatte, aber dann muss ich jetzt ja erstmal ein bisschen, wie gesagt, den zumindest ins Auktionshaus irgendwie rinbringen. Ey, nicht wegrennen, ich will die Quest abgeben. Diese Rache wird unseren einzigen Weg hinaus versperren. Bleibt eurem Werk treu. Das ist eine Uniform? Ihr habt eure Befehle. Wir wurden trainiert, Drachen zu verteidigen, nicht sie zu bekämpfen. Das ist falsch. Lapisagos hat uns keine Wahl gelassen, Zuri. Er will uns vernichten. Und Gleiten haben die auch, also so ein bisschen wie... Alle Draktür. Wahrlich treffende Dämonenjäger. Versucht den Arkanstrahl. Oh, Freunde, ich will doch nur nach OG. Uns einzusperren oder ein Signal zu senden. Achso, hier ist ja noch ein Leuchtfeuer. Oder so ein Inkubator. So, hier, zack. Ah, jetzt verstehe ich das, okay. Man drückt ruf. Dann muss man nochmal hochdrücken. Also, es ist ja schon irgendwie ein Special. Ja, da muss man sich erstmal dran gewöhnen. Hier für ein Kämpfchen. Zurück zum Training. Und dann muss ich hier in der Mitte ein Leuchtfeuer untersuchen.
Okay. Achso, ich werde da bestimmt einen Protodrachen rufen können. Ihr befindet euch in der falschen Zone. Aber Tyrael Streitrossiert. Und der Tundra-Mammut eines Reisenden, ich hätte auch immer. Wie lautet euer Bericht? Die Obsidian-Mächte. Da kommen sie! Sterbt, sagt er! Glutal! Dem Erdwächter sei Dank. Wir benötigen ihre Weisheit. Übt Segeln. Dient Ehren. Schön euch zu sehen, Glutal. Aber wo ist euer Wern? Ich bin erwacht. Die übrigen Drakteur nicht. Möge man sich ihrer Namen erinnern. Möge man sich ihrer Namen erinnern. Irgendwelche neuen Entdeckungen? Ich denke nach. Sturzflug, oh Gott. Eieiei. Soll ich jetzt erst noch üben? Und starke Winde. Es gibt viel zu tun. Wir werden unser Schicksal finden. Bleibt auf der Vishian. Kundschaftet den Hort der Schwarzschuppen aus. Grundrecht und der Champion werden die Heimschwingen aufsuchen. Fliegt vorsichtig, meine Freunde. Drachen lauern überall. Ja, den braucht man ja kein Flugmount, da kann man selber fliegen. Neltharion würde uns nicht vorknöpfen, sähe dieses Chaos. Die Heilschwingen brauchen uns. Los jetzt! Siehst du, hat schon schon gibt es einen Begnon-Fehler. Wir haben Verwundete. Ich bin bereit. Was braucht ihr? Alles für Veridia. Viridia? Seid ihr hier? Ja, was soll ich denn jetzt machen? Jetzt ersticke ich hier oder was? Das war die Aufgabe. Ich sollte ersticken. Ja, herzlichen Glückwunsch. Hast du neue Meister? Hab ich geschafft, ja. Dafür krieg ich auch ein Item. Ist ja auch nicht schlecht. Ja, und 25 Gold. Ja. Sammelt 6 Gold. 10% Abzug. Ja, ja.
Das ist halt, jeder, nee, jeder kriegt das, was er verdient. Du sollst hier irgendwelche Giftdrüsen sammeln. Und Skütet töten. Hier sind Skütet. Und wo sind Giftdrüsen? Klick nicht. Und dann töte ich erstmal Skütet. Zeig hier immer noch den Begnon-Fehler. Erstmal Reload OI machen. Reload OI. Na, was wollte ich eigentlich machen, ne? Ich wollte eigentlich nach BWL. Ja. Nur ein paar Charaktere erstellen wollte ich, weil ich die offen hatte und teig jetzt davon. Ja. Ja. Hast du ihn geplant? Hm. Hat ja wieder geklappt. Der Plan war richtig. Ja, Plan ausgedacht, Plan gescheitert. Nee, ich weiß, ich lebe ja noch. Hier ist noch Tongo. Möchte Tongo? Oh, wer seid ihr? Guck mal, hier ist auch einer. Hier ist Hopf-Hopf-Oker. So, bringt Tongo zu seinen Eltern. Müsste man nur wissen, wo die Eltern von dem sind. Giftdrüsen, was dann? Ich hier den Superfeueratem, wo die Gegner alle sterben. Wie man mit dem, wenn ich jetzt. Die wissen das nicht, noch nicht. Ja, ich frag mich gerade. Nee, ich frag mich gerade, wenn ich jetzt so überlege. Wenn du mit so einem Charakter jetzt Arena spielen musst. Ich glaube, da würde ich durchdrehen. Also ich spiele den jetzt, ne? Aber irgendwie so über ist der für mich jetzt noch nicht so wirklich. Aber kann ich ja mich auch irren. Jetzt ja auch erst seit 20 Sekunden. Ja, ich bin noch Level up.
Ich habe auf jeden Fall, ich kann wiederbeleben gelernt. Kennen die auch alle erst seit 2 Sekunden. Ja. Das zeigt auf jeden Fall alle Giftdrüsen. Jetzt muss ich noch den Tongo hier dahin bringen. Tono. Ja? Feierabend? Jedenfalls, das ist, sonst wird es wieder zu spät nachher. Woher kommt ihr? Nehmt unbedingt etwas Summe mit für die Reise. Ja, super. 25 Euro, 23 Euro, das ist zu teuer. Lasst mich euch anschauen. Ja, Kai, gute Nacht. Ja, danke, bis morgen. So, einen Gürtel haben wir hier noch gekriegt. Und dann lernen wir jetzt hier gleich Smaragdblüte und heilt verletzte Draktür. Passt doch, wenn die Drakoniden heilen, nachdem sie uns unterwerfen wollten? In Gnade liegt Stärke, Glumdresch. Wonach sucht ihr? Eine Freude, euch kennenzulernen. Ich biete euch meine Hilfe an. So, jetzt nach da hinten. Achso, man heilt dann die Leute hier in so einem Umkreis. Man muss da anvisieren und hat dann so einen Umkreis von den Leuten und dann heilt er da. Okay. Also ist jetzt so ein bisschen wie dieser Priesterheilung, aber auf ein anderes Target angewandt. Verstehe ja. Ich bin stolz, anderen zu dienen. Berggegenstände und Überlebende aus dem Unterstützungshort schweben, hebt ab und erhöht eure Geschwindigkeit. Ich bitte, rettet so viele meiner Leute, wie ihr könnt, und ehrt das Andenken an die Gefallenen. Ah, okay, ich verstehe. Da ist ein Gegenmittel. Das muss ich dann immer mal wieder benutzen. Achso, und dann macht es wahrscheinlich Sinn, das immer zu benutzen, wenn es geht.
So, und jetzt wieder raus. Aber interessant, die Quest. Muss man auch mal gemacht haben. Ich bin verpflichtet, anderen zu helfen. Bring mal einen Ring und schweben. So, sprecht mit Glutal, dann kriegen wir noch eine Spur. Helft an, ein Volk braucht Zeit zur Erholung, bevor wir uns den anderen anschließen können. Und die Drakoniden, nun, sind nicht für ihre Schnelligkeit bekannt. Die Drakoniden? Netarion sagte, wir sollten nie einem Feind Gnade zeigen. Sie sind Soldaten, genau wie wir. Verurteilt sie nicht, weil sie Befehle befolgen. So. Die Schwarzschuppen werden von wilden Drachen, Tarasek und den Elementaren belagert. Ich habe auch etwas von Primalisten gehört. Unsere Leute trifft Azoralet im Sturm. Blub. Zum Sturm ist Krater. Und. Oh. Oh, cool. Da kann man dann. Ach, und dann krieg ich hier direkt das Reiten. Wo ich es ja schon habe, aber wir nehmen jetzt hier den Obsidian Forkwin. Eine kluge Wahl. Schaut euch nur um. Hier könnte man sich dann noch andere holen. Guck, machen wir jetzt einfach. Ich habe ja jetzt hier 477 Gold. Meine Waren werden euch gut dienen. So, und schon bin ich wieder pleite. Ach, den haben wir doch aber hier gekriegt. So, jetzt müsste ich hier alle haben. So, spricht mit Blub Blub. Aber cool. Tötet 7, tötet 12. Bleibt eurem Mann treu. Und findet Hinweise über die Ursprünge und Absichten der Primalisten. Ich erinnere mich nur an Fetzen. Mehr über unsere Feinde zu erfahren, hilft uns vielleicht, uns an die Ereignisse zu erinnern. Na, dann schauen wir mal.
Mich hat's so gerade wieder ein bisschen angestellt, ne? Das anzuklicken. Ihre Mächte sind erwacht. Flößt mir ihre Stärke ein. Und ich werde die Sturmfresserin aus ihrem Gefängnis befreien. So, Motivation muss ich hier noch finden. So. Nehmt das Geschenk der Sturmfresserin an. Zusammen werden wir ihre Macht auf dieser Welt entfesseln. Die Schwarzschuppen sind voraus. Die Draktür sind bereit. Die Draktür werden in dieser Welt ihren Platz finden. Die Obsidianwächter stehen erhobenen Haupt. Gelangt zu Schuppenkommandant Sakareth. Ach, Sakareth. So, und noch ein Schmuckstück kriegen wir. Klar. Wir müssen diesen Drachen ablenken, damit die Schwarzschuppen angreifen können. Bringt uns nah an das Ziel heran und gibt dann das Signal. Der Befehl ist erteilt. Angriff! Schwarzschuppen mit vereinten Kräften! Stören. Sie sind das Drachenblut, das in ihren Adern nicht würdig. Sie sind bedeutungslos. Lasst sie. Die Elemente haben mir die benötigte Macht verliehen. Endlich wird die Herrin des Sturms frei sein. Wir erwachen und finden einen feindlichen Drachen in unserem Hort und eine Elementararmee draußen. Ich will antworten, Azurasel. Die Antworten müssen warten. Die Primalisten sprachen davon, einen gewaltigen Sturm auf die Welt loszulassen. Wir Zorn der Aspekte. Okay, das Kampfrausch. Statt der Gluthalter gefunden wurde, befolgen meine Wärme nur meine Befehle. Verstanden? Ja, aber bleibt wachsam. Über uns kreisen Drachen, möglicherweise feindselig. Schwarzschuppen, sammelt die Signets von den Toten und bereitet dann den Abmarsch vor. Denke mal, die Dinger schalten wir alle erst frei, wenn wir hier entsprechend weit gequestet haben.
Fangen wir an. Diese Kultisten wollen einen Sturm entfesseln. Die Bedrohung ist größer, als ihr versteht, Jünglinge. Wir befürchten, dass diese Primalisten etwas Uraltes, Schreckliches befreien wollen. Warum sollten wir euch trauen? Hat der Erdwächter euch geschickt? Wo ist Netarion? Netarion? Es gibt offenbar vieles, das ihr nicht wisst. Ich bin Ebessian und das ist Vorurion. Wir werden alle eure Fragen bei Zeiten beantworten. Aber jetzt müssen wir gemeinsam zuschlagen, sonst wird der Feind siegen. Dies ist unser Zuhause. Die Drahttür werden es verteidigen. Wir werden an eurer Seite kämpfen, aber ihr gebt hier keine Befehle, Drachen. So sei es. Gut, aber kommt uns nicht in die Quere. Schließlich weiß ich das ein oder andere über das Ausmerzen uralter Erzfeinde. So. Was habt ihr zu berichten? Wählt eine Spezialisierung. Annehmen. Vor Himmel und starke Winde. Ne, dann nehmen wir das hier. Damage Dealer. Ich bin bereit zu dienen. Wir werden unser Schicksal finden. Ich beim Froststeingewölbe. Die Primalisten dürfen nicht ins Froststeingewölbe vordringen. So, da ist wieder eine Quest weg. Verteidigt das Gewölbe. Dort liegt unser Vermächtnis. Wir werden es nicht den Invasoren überlassen. Warum rennt er denn weg? Wollte ich den heilen? Jetzt kommt er mal wieder. So, aber das scheint dann nicht so der Bringer zu sein, also muss ich sowohl alle heilen oder was? Die Inseln sind erwacht. Wir tragen eine einsame Bürde. Achso, und dann sind die hier fit und dann.
Das ist ja keine Mana mehr. Ja, guck mal, hier sind ein paar. Ja, so macht man die weg. So, jetzt können wir erstmal zurück. Genug! Nehmt das Gewölbe ein! Ich befreie die Sturmfresserin. Komm, ein Halsschmuck. Oh, Video. Es gibt viel zu tun. Lauf, drück zu. Helft den Verwundeten. Irrliche Marionetten, Netarions. Euer Meister ist tot.
verlassen. Der Erdwächter tot? Dann sind wir allein. Ich vertraue keinem Feind. Furorion und Ibissian sind uns Antworten schuldig. Ja, ihr habt meinen Dank dafür. Bitte findet jetzt. Sagt schon. Ist schon sehr lange tot. Es ist kompliziert. So, Glutal, Schulterschutz haben wir noch nicht. Dankeschön. Dann guck mal, Talente haben wir jetzt so ein bisschen halb zumindest. Organisiert die Evakuierung der verbotenen Insel. Nostromo, seht, der bronzene Drachenaspekt ist hier. Kinder von Neltarion, zu mir! Eure Zeit endet nicht heute. Ich unter alle Ferns. Evakuierung vorbereiten. Der Aspekt wird euch Deckung geben. Kommt. Ich muss mit euch sprechen. Dunkelkrallen, antreten! Wir müssen die Insel verlassen.
geht voran, Ebesian. Die Wächter werden Furorion folgen. Kinder von Neltarion, ihr erwacht zu einer zerstörten Vergangenheit und unklarer Zukunft. Doch das Schicksal webt einen neuen Pfad zu fernen Küsten. Die Sande der Zeit beflügeln euch auf eurem Weg. Sagt der Welt, was ihr gesehen habt. Und warnt sie vor dem kommenden Sturm. So. Orkener. Hinter diesen Mauern versammeln sich die Völker der Horde. Eine Stadt errichtet auf Stärke und Ehre. Das trifft auch auf meine Leute zu. Das Dorf verschlungen von Flammen so rein. Ein beeindruckender Bau. Aber dies würde die Macht der Dunkelkralle nicht aufhalten. Eure Soldaten werden zweifellos viele Gelegenheiten bekommen, sich zu beweisen. Bevor wir eintreten, nehme ich eine andere Form an. Eine, die der Horde bekannter ist. Ein Antlitz. Ich erinnere mich. Der Erdwächter hatte auch eines. Nun, da sind wir. Wo sind eure Verbündeten, Ebesian? Geduld, Glutresh. Ich bin mir sicher, wir werden angemessen empfangen. Ich wusste, ihr würdet kommen. Ich bin bereit. Was braucht ihr? Alles für Verbündete. Haltet ein, Krieger der Horde! Geistwandler Ebenhorn. Es tut gut, am Stadttor ein vertrautes Gesicht zu sehen. Auch wenn es begleitet wird von weniger Vertrauten. Schön, dass es euch gut geht, Myler. Aber ich fürchte, die Höflichkeit muss warten. Es geschehen Ereignisse, die uns gefährden. Diese Tante und ich müssen mit dem Rat der Horde sprechen. Dann lasst uns keine Zeit verlieren. Folgt mir! Soldaten, zurück auf eure Posten! Wenn diese Neuankömmlinge So. Also, nach hier drüben hin. Bank. Als wenn man einen neuen Charakter spielt, ne? Irgendwie das erste Mal, dass man mal OG hier erkundet. Aber das Gute ist, wir sind jetzt hier ZZZ. Haben wir nicht freigeschaltet. Den müssen wir auf jeden Fall noch freischalten. Portalkammer. Abenteuerführer wollen wir noch freischalten. Und Dungeon Browser müssen wir noch freischalten. Aber ich glaube, wir kommen recht nah, dass wir das schaffen. Ist das aha? Bereit zur Abgabe. Wahrscheinlich hier vorne.
Achso, da vorne kann man der Weisheit sein Wort abgeben, okay. Na dann, Abmarsch. Dieser Krieg wird von Champions entschieden, nicht von Armeen. Die Aspekte werden sich freuen, dass der Rat ihre Einladung annahm. Auf den Dracheninseln gibt es Wunder und viele Gefahren. Wer dem Ruf folgt, der wird sich jeder Herausforderung stellen. Die Stärke der Horde waren stets ihre Leute. Das ermutigt mich wirklich. Aber die Drachenkönigin duldet keinen Konflikt an ihren Küsten. Die Horde ehrt den Frieden mit der Allianz. Dazu plant die Archäologische Akademie zusammen mit der Forscherliga an einer Entdeckungsreise. Ich hoffe, wir werden viel voneinander lernen. Vergesst nicht, Ebysia, dass die Dracheninseln auch die Heimat der Draktyr sind. Wir möchten wiederfinden, was war, und einfordern, was kommen mag. Lasst unsere Völker diesen Weg gemeinsam gehen, Gludresch. Gut. Unterwegs können wir eure Kampfkünste verbessern, trotz eures Mangels an Flügeln. Wie ich sehe, liegt noch viel Arbeit vor uns. Dann kommt, die Dracheninseln warten. Grüße, ich werde euch bei den Vorbereitungen für die Drachen. Nimm dein Antlitz an. Antlitz. Wechselt zwischen eurem Drachtürantlitz und eurem Antlitz. Euer Antlitz strahlt Magie aus, die die Gesundheitsregeneration eurer Gruppe außerhalb des Kampfes deutlich erhöht. Und wir kriegen noch einen Wappenrock, das ermutigt den Drachtür. Das annehmen. Ich bin überzeugt, ein einzelnes Individuum. Ich werde euch leiten, so gut ich kann. Ein Antlitz ist Ausdruck dessen, wie ihr von anderen gesehen werden wollt. Nur ihr könnt darüber entscheiden. Ich wählte mein Antlitz, weil ich ungesehen unter den Hochbergtauren leben wollte. Ihr habt sicher eure eigenen Absichten. Gut, findet euer Antlitz in euch. Ist ja cool. Ich habe mich auf eure Ankunft gefreut, Schärfling. Jetzt habe ich hier auch noch Talente. Nehmen wir den Einsteigerbild. So, und dann würdet wir hier wahrscheinlich losgehen, gehen wir aus. Zurück zum Training. Ja, also hier ist Forscher. Ja, also das erinnert mich ganz gut daran. Kopflosen Reiter können wir hier auch schon nicht machen. Also. Was mich ja wundert ist, dass wir keinen Zeitwanderungs-Dungeon machen können mit dem. Weiß ich aber auch nicht warum. Kann auch sein, dass ich immer ausloggen und immer einloggen muss. Ich will es nur mal kurz testen.
und schauen. Ich musste erst entsprechend mal registriert haben, dass ich Level 60 bin. Oder jetzt hier da die Dungeons ordentlich freigeschaltet sind. So, ne, da zeige ich hier erstmal, was ist neu. Zeitwanderungs-Dungeons sind nicht drin. Irre. Warum auch immer. Vielleicht weil ich auch Level 60. Ne, kann auch eigentlich nicht daran liegen. Ja. Weiß ich nicht. Also ich kann es jetzt nicht sagen, woran es liegt. Können ja auf jeden Fall Dragonflight Dungeons machen, das ist ja auch schon mal was. Aber unabhängig davon. Loggen wir jetzt mal aus, weil jetzt können wir hier XP-Bonus sammeln. Weil der neue Start ist. Und. Wir werden auf jeden Fall noch mit dem Hertha Mage, weil er an der brennenden Steppe ist. Jetzt haben wir schon einen recht langen Stream, aber wir werden jetzt noch BWL fertig machen. Das wollten wir ja eigentlich ursprünglich machen. Wir wussten ja nicht, was uns jetzt hier erwartet. Oh, was hab ich hier gekriegt? Erhalte 250 und wir kriegen einen Teufelsverhalten. Nehmen wir mit. Ist jetzt ganz oben in so einem Versteck? Nee. Haben wir einfach hingekriegt. Teufelsfeuerfalken. Oh, das sieht ja gut aus. So. Aber dann ab nach BWL. Mit uns. Legt die Hände auf die Kugeln. Was brauchen wir denn? Auf jeden Fall Feuerkraller. Genau, macht die Eier kaputt. Na, das Feuerkralle. Da war Feuerkralle. So, Feuerkralle, Zorn und 10 Stürme. Hat nicht das gedroppt, was wir noch brauchen. Dann kommt jetzt Wael. Alle Mobs brauchen wir, weil wir brauchen noch die Stiefel und den Essenzsammler. Versucht seine Kräfte mit den meinen zu messen und musste dafür bezahlen. Jetzt wird er mir dienen, indem er euch vernichtet. Erhebt euch, mein Freund, und zerstört sie!
Ach, eine Kürbislaterne, 18 Platztasche. Die nehmen wir. Ich glaube, die ist ja größer. Ja. Ist nicht drin. Ja, zack, hier. Super. Freuen wir uns natürlich. Also, größere Taschen finden wir immer gut. Jetzt kommt hier bei ihr. Die einzigartig. Nefarius' üble Macht wirkt bereits. Ich habe mich nicht mehr unter Kontrolle. Ich bitte euch, Sterbliche, flieht! Flieht, bevor ich endgültig die Kontrolle verliere! Das schwarze Feuer wütet in meinem Herzen! Ich muss es freigeben! Flammen, Tod, Zerstörung! Kniet nieder, Sterbliche, oder der Zorn von Lord! Nein! Ich muss es bekämpfen! Nefarius ist verzichter als jemals zuvor! Ich muss es bekämpfen! Ihr hättet fliehen sollen, solange ihr noch konntet, Sterbliche! So. Die Wut von Schwarzwild pulsiert durch meine Adern! Schön, aber leider ist das Problem, dass wir ein Stück recht haben vom Vael. Jetzt kommt Good Lord Dreshbringer. Und jetzt kommt unser schöner Raum, der uns mega nerven wird. Aber immerhin mit Blinzeln oder Flimmern kommt man ein bisschen voran. Auch wenn es nicht viel ist.
So, jetzt sind wir gleich beim Brutlord. Dann haben wir es geschafft, den Akt mit Slow. Wie seid ihr hier hereingekommen? Euresgleichen sollte nicht hier sein. Ich werde euch vernichten. Was haben wir? Gift-Totem. Oh, Stiefel des Netherpins. Sehr gut. Ist eins weniger. Dann kommt jetzt hier erstmal der Spezialraum. Mit dem Mage super angenehm hier, ne? Einfach kurz weg AEN. Also die Zauberin, die geht immer nicht weg zu AEN. Müssen wir mal manuell wegschlagen. Heldengamaschen, die haben wir noch ja nicht. Sollten wir dann verschicken? So, Feuerschwinge war dann Reinfall. Schattenschwinge, Flammenmaul, Neve kann auch noch was droppen, okay. Dann erstmal hier kurz die Möbels. So, Zauberbinder. Also Mentium-Block, das ist gut. Also nicht speiert, ne, oder? Na, 25 Gold, das ist natürlich bitter. Wo die echt auch nicht so in Haufe droppen, ne? Aber scheinbar Interesse an Elements und Blöcken existiert trotzdem nicht so mehr. Hier haben wir und hier haben wir und ja, den hauen wir weg. Na so, dann kommen die Eierbande jetzt. So, gucken wir, was noch Schattenschwinger hat. Blutfang und Stulpen des Drachenjägers. Also Schattenschwinge jetzt auch down. Na, dann kommt Flammenmaul. Nee, auch nicht. Dann, achso, hier kommen noch Kirschnern. Dann die drei Wachen. Na, ah, Mist, Ringos Blizzard-Stiefel, die haben wir schon. Das
So, dann machen wir mal die Luke auf. So, haben wir alles gesammelt, aber brauchen wir auch alles nicht. So, dann gibt es nur noch einen, den Herren des Black Rock, namens Nefarian. Krone, Robe und Mishandara. Zu schwinden. Nun lasst uns sehen, wie sie sich gegen den wahren Herrscher der Schwarzwelt behaupten. Brand! So. Das kann nicht sein. Niemand besiegt mich. Ihr sterbt. Komm mal hier. Da brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Mich schon da habe. Ist ins Weg. Ach, spiel mal locker mir. Handschuhreitfertigkeiten, 32.000 Gold. Wow. Ein Ring. Den haben wir. Haben wir. Und der Sack. So. War dann aber ein ganz guter Loot, würde ich sagen. Und dann porten wir raus nach OG. Haben hier auch wieder ein Item weitergekriegt. So, dann werden wir noch verkaufen. Ah, potenzielle Kundschaft. So, Seelengebunden. Weg. Alles weg. Die Kürbistasche gekriegt, ist auch gut. So, dann versenden wir hier das noch an den Schaman, damit er das nochmal anzieht. Zack. Und dann versenden wir das Zeug hier noch. Ist natürlich Wahnsinn, das Teil, ne? Das war das hier gekriegt haben. So, und dann würde ich sagen, war es das für heute. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Schaltet gerne wieder ein. Lasst gerne hier einen Follow da, würde mich entsprechend unterstützen, kostet nichts. Ansonsten gerne mal auf meinen YouTube-Kanal schalten, da gerne Like und Abo dalassen. Ja, und dann sage ich vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao.